Um 0.32 Uhr wurden wir zu einem Brandmeldealarm in die Mörikestraße 55 alarmiert. Als das ersteintreffende Fahrzeug ankam und erkundet hat, stellt sich heraus, dass eine Verrauchung in einem Bereich eines größeren Gebäudekomplexes verraucht war. Dadurch wurde eine Alarmerhöhung beauftragt. Somit waren wir insgesamt 53 Feuerwehrleute und 10 Fahrzeuge hier im Einsatz. Neuhausen wurde unterstützt durch die Feuerwehr Filderstadt. Vom Rettungsdienst waren 8 Fahrzeuge und 13 Mann hier vor Ort. Die Feuerwehr Filderstadt hat in diesem Objekt, es handelt sich hier um eine Flüchtlingsunterkunft mit mehreren Bewohnern. Die Anzahl ist immer vage, kann man nie so genau sagen. Und durch das, dass wir eine Verrauchung hatten im ersten OG, in einem langgestreckten Schlauch, sage ich mal, ein Flur, wo ein langgestreckter Schlauch ist, hatten wir hier zahlreiche Zimmer zu räumen oder zu kontrollieren, ob sie schon leer geräumt sind. Und dadurch wurde auch Silmingen mit alarmiert, die Feuerwehr Filderstadt Silmingen, die hier uns unterstützt mit Manpower und Artenschutz, um hier einfach eine schnelle und wirksame Evakuierung vorzutragen. Ja, am Schluss durch die Verrauchung mussten wir eine Druckbelüftung einführen, um nachher das Gebäude auch komplett rauchfrei zu bekommen. Dadurch wurde von der Feuerwehr Filderstadt Silmingen auch der Großventilator angefordert, um hier effektiv und eine starke Leistung zu haben, dass wir so schnell wie möglich das Gebäude wieder rauchfrei bekommen. Ja, die größte Herausforderung war bei der Evakuierung, dass teilweise Räumlichkeiten, wo Personen ihre Unterkünfte drin haben, abgeschlossen waren. Und man geht dann davon aus, dass eigentlich, wenn die Räume abgeschlossen sind, dass da keiner drin ist. Aber es hat sich dann schnell herausgestellt, dass die Leute sich teilweise eingeschlossen haben und sich verbarrikadiert haben, aus welchem Grund auch immer. Und somit mussten teilweise auch Räume oder Türen mutwillig bzw. mutwillig einfach geöffnet werden. Ja, man hatte am Schluss in der Nähe vom Brandausbruch hatte man einen Raum, wo sich zwei Leute drin aufhalten, die das Gebäude am Anfang nicht verließen. Die hat man dann im DRK, im Rettungsdienst, zur Kontrolle übergeben auf eventuell Rauchgasintox, was sich aber dann im Nachhinein nicht feststellen ließ. Und somit hatten wir im Prinzip keine Verletzte, Gott sei Dank.